Und es geht weiter mit dem chinesischen Horoskop. Heute das Tierkreiszeichen Ziege, häufig auch Schaf genannt. Es ist das 8. Tierkreiszeichen im chinesischen Horoskop. Die Ziege zeichnet sich durch außerordentliche Fähigkeiten zur Empathie aus. Sie hört geduldig zu, um dann mithelfend und einfühlsam ihre Ratschläge zu geben. Mütterlich und sanftmütig kümmert sie sich um die Bedürfnisse anderer. Ohne selbst den gebotenen Abstand zu halten, kommt sie dabei selbst in die Lage, dass sie von ihren Gefühlen überwältigt wird. Dadurch kommt sie in Gefahr, melancholisch in Depressionen zu rutschen. Die Ziege ist sehr mitfühlend und manchmal bleiben auch rationale Charakterzüge auf der Strecke. Sie gerät leicht unter Zeitdruck und feststehende Termine überfordern sie. Wichtig ist für sie, sie braucht eine starke Schulter zum Anlehnen. In der Liebe lässt sich die Ziege voll und ganz auf ihren Partner ein. Emotional und körperlich versorgt sie ihren Liebsten treu und fantasievoll. Sie kann aber auch ihren Partner launisch und empfindsam auf die Probe stellen. Generell ist sie ganz auf das Private orientiert. So liegt es in ihrer Entscheidung, wann und mit wem sie teilt. Dadurch hat sie weniger Freunde, aber die sie hat, mit denen ist es friedvoll und erfüllend. Das liegt auch daran, dass die Ziege für die, die sie liebt, hart daran arbeitet, dass die Beziehung erfüllungsvoll bleibt. Karriere und Beruf. Sie zieht es vor, im Team zu arbeiten, weil sie weder auf Macht noch auf Status plädiert. Das Volontärleben gefällt ihr und sie handelt wie eine Führungskraft. Im Beruf hat sie zurzeit Stillstand, was sie ändern sollte, zum Beispiel in Fort- und Weiterbildungen. Von allein kommt leider nichts. Bildet sich die Ziege weiter, bieten sich gute berufliche Möglichkeiten. Die Gesundheit. Zurzeit ist sie gelassen und ruhig und sie erlebt eine gute gesundheitliche wie physische und mentale Gesundheit. Frische und organische Lebensmittel sind der Weg, die Gesundheit zu erhalten. Allerdings sollte rotes Fleisch vermieden werden und sie sollte sinnvoll die Freizeit nutzen. Einfach mal wieder in die Natur rausgehen, einen Spaziergang machen oder Fahrrad fahren. So wird der Geist erfrischt und die Seele erholt sich. Als nächstes ist das Tierkreiszeichen Affe dran. Herzlichst, eure Dirja.